Das Wochenende steht vor der Tür und ihr merkt, dass euch noch der passende Alkohol fehlt? Na dann ab in den Stammladen um die Ecke. Aber halt mal, habt ihr euch schon einmal gefragt, warum euer Lieblingswein so teuer ist, wer alles daran Gewinn macht und vor allem, wer zahlt genau die Steuern dafür? Deswegen erklären wir euch heute die Umsatzsteuer oder wie sie allgemein besser bekannt ist, die Mehrwertsteuer. Zuerst erntet der ansässige Weinbauer seine Reben und verkauft diese zur Herstellung des Weins an den Winzer. Um es so einfach wie möglich zu halten, reden wir von einem Fass gefüllt mit Wein. Damit der Winzer seinen Wein keltern kann, muss er beim Bauern für ein Fass Trauben im Wert von 262 Euro kaufen. Es wird eine Umsatzsteuer von 19% fällig, in diesem Fall also 50 Euro. Diese muss an den Weinbauern gezahlt werden und dieser zahlt den Betrag an das Finanzamt. In Deutschland handelt es sich bei den beteiligten Unternehmen als durchlaufende Posten und diese werden nicht mit der Umsatzsteuer belastet. Dieser möchte natürlich mit der Herstellung des Weins die Kosten decken und ebenfalls etwas verdienen und schlägt auf den bisher gezahlten Preis 40% auf. Der fertige Wein kostet im Verkauf für den Großhandel nun inklusive der vorherig gezahlten Vorsteuer 367 Euro. Auf dieser Stufe ist ein Mehrwert von 105 Euro entstanden und darauf muss wieder eine Umsatzsteuer gezahlt werden. Das sind jetzt 20 Euro, die vom Großhandel an den Winzer gezahlt werden und von diesem ans Finanzamt. Der Großhandel lagert die erworbenen Fässer ein und muss sie beim Verkauf eventuell auch transportieren. Deswegen kann dieser das Fass nicht für den gleichen Preis verkaufen und erhöht den Preis um 35%. Das Fass kostet jetzt für den Weinladen um die Ecke 492 Euro inklusive der Umsatzsteuer. Der Mehrwert 125 Euro wird jetzt natürlich auch wieder versteuert. Das sind nun 24 Euro Umsatzsteuer. Der Weinladen hat das Fass erworben und verkauft den Wein an uns Endkunden. Der Besitzer hat einige Unkosten zu decken, wie zum Beispiel Personal, Ladenmiete und so weiter und schlägt auf das Fass 50% auf. Ein volles Fass Wein kostet also zum Schluss im Geschäft 738 Euro inklusive Umsatzsteuer. Bei dem Mehrwert von 246 Euro sind das 46 Euro Steuern. Komplett sind das in diesem Fall am Ende 140 Euro Umsatzsteuern. Denn diese trägt immer der Endkunde vollständig, da sich alle Unternehmen zuvor die Steuern wieder beim Verkauf zurückgeholt haben. Ja gut, in der Regel kauft man für die kleine Fete am Wochenende daheim in der Küche selten ein ganzes Fass. Wenn wir das runterrechnen, zahlen wir im Laden des Vertrauens für 1 Liter selbstgezapften Wein 3,30 Euro inklusive Mehrwert bzw. Umsatzsteuer. Also denkt immer daran, das Finanzamt freut sich über jede Flasche Wein, die bei euch am Wochenende im Freundeskreis getrunken wird, über 63 Cent.